Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge OMSI 2. Ja, wie ihr es gerade gesehen habt, ihr wolltet mehr, ihr bekommt mehr, ihr wollt mehr British Maps und British Buses sehen. Deswegen, ja, haben wir jetzt hier die British Woche hier einberufen. Das bedeutet OMSI en masse mit British Zeugs hier. Und deswegen freut es mich natürlich umso mehr, dass ihr euch dafür so begeistert. Wahnsinn, also damit hätte ich persönlich nicht gerechnet. Und ich finde es aber persönlich aber auch extrem toll, weil das ist für mich auch komplettes Neuland und von daher, ja, hätte ich nicht damit gedacht, dass da der Zuspruch dementsprechend so hoch ausfällt. Ja, heute als erstes wollen wir gleich die Karte Bristol Airport uns nochmal vornehmen. Ihr habt in der letzten Folge drunter geschrieben gehabt, dass ihr euch ja gerne noch mehr vorgestellt hattet. Ja, zum Beispiel, dass wir hier die Stuff Line noch zeigen und die lange Route hier, die werden wir uns heute in der Folge beides zusammen anschauen. Alles in einer Folge packen, weil das Ganze jetzt rein, das dauert alles nicht so lang. Und ja, ihr seht zum ersten Mal auch wieder oben rechts, ja, die BBS-Oberfläche, ne? Ich habe ja gesagt gehabt, dass ich ja mein neues System jetzt bekommen habe. Also in den letzten Folgen hat es ja erwähnt, dass ich das Ganze bestellt hatte. Und jetzt ist es da. Und ja, für mich auch absolutes Highlight, jetzt mal zu gucken, wie sieht das Ganze aus? Wie läuft das Ganze jetzt mit einer absolut modernen CPU, mit haufenweise Arbeitsspeicher en masse? Ja, ich packe euch das unten alles in der Videobeschreibung mit rein. Könnt ihr nachlesen, was das Ganze da für ein Zeugs ist. Und ja, mal gucken. Ich bin mega gespannt, wie das Ganze jetzt läuft. Also auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, dass die neue CPU, Arbeitsspeicher und Co. alles harmoniert so absolut super toll. Ja, also ich starte BBS und bis ich in den Bus reingeladen bin, sind nicht mal 2 Minuten vergangen. Also das ist höchste Schnelligkeit. Wer die letzten Streams von mir gesehen hat mit dem Busbetriebssimulator, der weiß, dass ich da einfach mal so 10, 15 Minuten dran saß, bis er mich endlich mal in den Bus gespawnt hat. Gut, aber wir wollen uns jetzt nicht darüber unterhalten, sondern wir wollen fahren. Wir wollen fahren. So, ich hoffe mit dem Tracker R, das ist nicht 100% richtig eingestellt. Ich hoffe, das geht so in Ordnung. Das ist hier ein bisschen Seite bewegen und sowas. Ja, ihr habt ja in den letzten Folgen, hatten wir das ja auch schon nicht mehr drin. Ja, okay. Auf jeden Fall, wir sind, wie gesagt, auf der Karte Bristol Airport unterwegs. Und ja, wir haben heute einen Bus namens Volvo B7L. Das ist das Ganze. Das gute Stück hier. Das ist absolut kompletter Freeware-Content. Also den könnt ihr euch dementsprechend so runterladen, wenn ihr das Ganze möchtet. Ja, also das ist wie gesagt absolut Freeware. Es gibt noch ein Vormodell. Das nennt sich irgendwie Volvo B10 BLE. Und das hat man aber gesehen, ja, das ist halt wirklich, war nicht mehr hübsch anzuschauen tatsächlich. Ich hatte die Folge aufgenommen gehabt und dachte mir, das ist aber nicht gut genug, ja, also das ist zwar anständig, der Bus halt, ja, fühlt sich okay an, wie gesagt, aber das ist hier so gefühlt so diese moderne Variante davon. Und deswegen habe ich mir so gedacht, okay, ich habe ein paar Busse hier, ja, die ich auch noch zeigen möchte, ja, dann wäre das natürlich passend, wenn man natürlich einen Bus nimmt, der dementsprechend halt auch schon so ausschaut. So sieht es halt im Fahrgastraum aus, ne, also texturiert halt alles. Es ist jetzt natürlich kein absolutes Highlight, muss man dazu sagen, aber wie gesagt, absolut kostenloses Freeware. Also da sollte man sowieso sich ein bisschen zügeln, da immer groß rumzustreiten und rumzudiskutieren, was Freeware ist. Das ist geschenkt, ja, und von daher darf man da auch nicht allzu viel Wert legen, ob das jetzt halt alles nur so perfekt dargestellt wird oder nicht. Der Fahrgastraum, der sieht dementsprechend so aus, ne? Ganz, ganz schlicht und einfach gehalten hier mit der Kasse. Wir haben hier oben unser Service-Gedöns hier, was wir dementsprechend auch mal so einstellen können. Jetzt haben wir hier schon mal Beispiel Terminal Stuffschaufel und ja, hier haben wir auch noch ein paar Knöpfchen und so weiter. Aber nichts alles groß Weltbewegendes hier. Das ist halt wirklich ein Bus, so für mal jetzt eben schnell mal so, ne? So, gut. Zu der Karte, glaube ich, muss ich persönlich nicht viel sagen. Die hatten wir ja nun schon ein paar Mal drin gehabt, die Karte. Was ist ein paar Mal? Die hatten wir einmal. Ja, wie gesagt, insgesamt bietet sie ja 3 Linien. Und ja, ihr wolltet natürlich denn diese Linien auch mal sehen.
Das kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Und wir haben ja die Silver Zone, glaube ich, gezeigt. Und jetzt ist es halt, gibt es halt noch eine lange Variante von der Karte. Und es gibt halt, wie gesagt, hier noch die Stuff, ja, also für die obersten Leute direkt am besten noch ins Flugzeug reinfahren mit dem Bus. Sowas gibt es hier natürlich auch noch. Und ja, das wollen wir uns jetzt, wie gesagt, dementsprechend hier heute anschauen. Ein bisschen zügig hier unterwegs, weil ich weiß auch gar nicht, wir hätten eigentlich, glaube ich, schon längst da sein müssen gleich. So. Hier kommt nichts, hier kommt nichts, hier kommt nichts, hier kommt nichts. Und wir müssen aber... Das war wieder falsch, ne? Das war tatsächlich wieder falsch. Ich habe mich wieder verfahren, das gibt's nicht. Ich verfahre mich hier echt ziemlich oft hier auf der Karte. Das ist... Die wirkt zwar so klein und harmlos, aber unglaublich, wie man sich hier wirklich verfranzen kann. So, genau, Stuff Shuttles. Weil wir fangen ja Transport Hub an, wir fangen ja nicht am alten Terminal an. So, das ist natürlich eins, was ich hier gesagt hatte, ne, schon in der letzten Folge. Dass das hier mit der KI leider nicht so hinhaut, das ärgert zutiefst, ja. Macht manchmal dann keinen Spaß, wenn du dann da mitten im Stau stehst und du kennst den Grund gar nicht dafür. Ja, super lästig. Ja, das muss man mal lassen. So, dann gib ihm mal Fullspeed jetzt hier. Und schauen wir mal. Wie gesagt, mit dem Tracker AR müsst ihr noch ein bisschen entschuldigen. Ich versuche das noch ein bisschen besser einzustellen. Aber ja, Folge dessen, dass ich ja alles neu einbauen durfte, hieß natürlich sämtliche Profile weg. Und man muss alles wieder neu installieren. Oh. So, All Routes, Vault, Exit. So, da kommt nichts. Wir können hier durch. So, du wartest jetzt bitte da. Dankeschön. All Routes, hört sich gut an. Naja. Fast verfahren, aber wir haben es noch hinbekommen. So, die Stuff. Der Stuff Shuttle ist so ziemlich die kleinste Linie, die wir hier haben. Da sehen wir, ne? Stuff Transport Hub. Ja, also. Uiuiuiui, ein bisschen zu schnell hier. Aber wie gesagt, Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht. Oh, schöne Bordstelle noch mitgenommen hier. Großartig. So, alles einsteigen. Kommt da rein. Good morning, good morning. Oh, hello. Morning. So. Zumal, Meine Ratte, du warst an diesem Unfall nicht schuld. Ah, es gab irgendwie einen Unfall. Ach so, ja, fahr mir einfach ein. So läuft. Ja, ich weiß auch nicht. Also, das ist ja... Eigentlich das Schöne hier noch an OMSI ist es ja so, dass man sich die Karte hier einfach nehmen kann und ja an der Karte bauen könnte. Anders als bei Lotus. Bei Lotus geht das nicht mehr. Dadurch, dass sie das Ganze jetzt ja mit ihrem Content-Tool da jetzt alles praktisch so unterbinden. Verstehe ich nicht. Warum kann man hier nicht mal so einen kleinen Fix rausbringen, so zwecks der KI? Das ist... Ich glaube, wenn diese vielen KI-Fehler hier nicht drin wären,
Ich glaube, wäre das wirklich eine coole kleine Minikarte, so mal für schnell Bus fahren, so weißt du? So. Ja, ihr habt gesehen auch, ne, Dings ist an, Schaden, obwohl ich es eigentlich mal deaktiviert hatte, ist Schaden an. Ja, hoffen wir mal, dass wir jetzt hier einfach mal gut durchkommen jetzt hier. Wenn der Kollege jetzt hier auch noch fährt, dann ziehe ich jetzt auch noch schnell hinterher. Rah. Oh, und hier haben wir den Salat. Das ist zum Beispiel sowas, was ich meine. Ja, sowas geht nicht. Der steht hier vorne. Schon wieder Polizei? Was ist denn jetzt? Wieso fahren die mir denn heute alle in die Karre rein? Das ist unglaublich. Das ist so, wie gesagt, das ist das, was ich meine. Die fahren halt einfach nicht. So, tut mir leid, aber es kann sein, dass die Fahrgäste jetzt gleich aussteigen wollen, weil wir zu schlecht fahren. Nehmt mir das dann bitte nicht übel. Aber das ist halt ein Grund, warum ich das hier nicht so gerne fahre. Zumal ich, wie gesagt, jetzt an diesem Schild wahrscheinlich jetzt nicht vorbeikommen werde. Nope. Ich habe leider Schaden an. Ist das traurig. Bin da durch? Ach. Also Kollision ist leider auch an. Also weiß ich nicht. Diese, habt ihr gesehen, die Hitbox? Das Fahrzeug eigentlich gar nicht berührt. Und die spawnen halt irgendwie weg, ja. Da wäre zum Beispiel diese OMSI-Funktion ziemlich geil. Wo du diese Fahrzeuge mit draufklicken so wegspawnen könntest halt, ne. Das wäre natürlich eine gelungene Funktion. Ja, ja, jetzt kommen wahrscheinlich diese ganzen Meldungen, dass wir jetzt hier... Aber jetzt könnt ihr das ja auch alles lesen, welche Meldungen da kommen. Immerhin haben wir es auch ein bisschen eilig hier. Ja? Wir sind ein Shuttle hier, ne? Versteh mal. Und es kann nicht sein, dass wir hier stundenlang im Stau stehen. Nur weil Hans Glück hier der Meinung ist, er muss nicht fahren. Silverzone Shuttle Left Lane. Das Witzige ist, dass die Staff Shuttle hier überhaupt nicht angegeben wird, aber auch wir müssen hier lang. Pong, pong, pong. So, Staff. Das erste Exit. Warte mal, wir machen es anders. Wir machen es anders. Weil du kommst so nämlich nicht rum, wirklich. Drehst du mal um sie jetzt ein bisschen aus. Hallo. Ja, sonst geht's euch gut, oder was? Einfach fahren, weißt du? Hauptsache fahren. Oh, wo stehst du denn jetzt hier? Genau, weil er jetzt nicht weiterkommt. Ist das denn ernst? Ja, die kommen, die fahren jetzt nicht, weil ich jetzt hier stehe. Oh, denn ernst? Abbrechen, nein. Ich komme hier nicht lang, das ist echt... Diese Karte, wirklich... Da wollte ich es ein bisschen professionell machen, nicht über den Bordstein rüber, verstehst du? Und die KI, die zieht mir da wieder alles wieder raus davon. Ne? Das ist so liebt man's. So. Ach schön, dass er gar nicht weitergeschaltet hat, sehe ich gerade.
Old Terminus. Weil hier oben steht immer noch Transportdingsbums. Gut, dann hat er das hier leider nicht weitergeschaltet. Das tut mir natürlich leid. So. Aber naja, jetzt ist Ende im Gelände. So, jetzt haben wir noch zum Terminal. Oh, weißt du. Oh, Alter, weiter. Das war jetzt aber wirklich fies von mir gewesen, mich jetzt einfach reinzudrängen. Aber ey, es hat kein Ende genommen. Also KI-technisch muss man wirklich sagen, Karte unter allerster Sau. Also hier wurde nichts gemacht so. Schlimm ist halt wirklich, dass es nur auf dieser Linie extrem auffällt. Was stehen die jetzt hier rum? Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh mein Gott, wirklich. Und da kannst du wieder nichts machen. Du kommst da wieder nicht vorbei. Aha, warum auch immer jetzt mein Track AI nicht funktioniert. Dann müssen wir es ohne Track AI machen. Das spinnt hier irgendwie rum. Das gefällt mir halt auch nicht, weil das halt nicht so perfekt justiert ist. So, aber. Ach so, weil Pause war. Ah! Okay. Ja, klasse. Ja. Was soll ich machen, Leute? Was soll ich machen, Leute? Da komme ich gar nicht erst hoch. Ja, hier rinfahren, versuchen zu wenden. Und dann. Aber das ist, wie gesagt, ein großer Hauptgrund, dass ich diese Karte persönlich nicht so wirklich mag. Das ist jetzt zwar verboten. Oh Gott. Wir kommen hier gar nicht rum, wa? Wir kommen hier echt jetzt nicht rum. Das sind jetzt diese Kegel da umschubsen. Die fahren so schlecht, dass die Passagiere raus wollen. Ja. Was willst du machen? Was willst du machen? Dann dürften die nämlich hier alle nicht wirklich mitfahren, weil die ganzen Busfahrer hier, die fahren ja wie unter der Kanone hier. So, vorwärts. Also so viele Unfälle, wie ich hier gesammelt habe, so viel hatte ich schon lange nicht mehr. Das
Das Witzige ist, wir müssen da nochmal hin, ne? Oh Gott, das will. Zu spät, ja. Ja, was willst du auch anders machen hier? Das ist eine Katastrophe, absolut. So, dann werden wir mal den Longstay Shuttle benutzen. Und uns dieses auch noch mal angucken. Die war eigentlich ziemlich interessant hier. So, ah ja, also deutlich besser ohne Tracker, ja. Es ist zwar cool mit Tracker, ja, aber wie gesagt, wenn das halt nicht richtig eingestellt ist, dann macht das absolut keinen Spaß. Mhm. Nehmen wir überhaupt alle mit? It's a me you're looking for. Ja, aber wie gesagt, habt ihr jetzt gesehen, ja, also da kannst nichts machen. Du kannst hier nichts mehr machen. Also es waren jetzt schon zwei Sachen jetzt gewesen, ja, und die stehen immer noch hier. Da passiert rein gar nichts. Ja. Das ärgert den einen so. Da kannst du dich noch so bemühen, ordentlich zu fahren, aber wenn du sowas hast, dann kannst du das in der Regel knicken. So, los geht's. Long Stay Shuttle. Ich habe jetzt mal ohne Fahrplan, weil spielt ja keine Rolle. Fahrgäste steigen trotzdem ein. Ja, wieder Unfall vorbeigefahren. Das könnte noch ein paar Mal kommen wahrscheinlich. Gefühlt läuft es auch von der Performance leicht besser ohne Tracker, ja. Aber es ist wahrscheinlich nur Einbildung. Wir reden hier wahrscheinlich nur von 2-3 FPS oder sowas. So, hier mal eine Haltestelle. Will aber keiner ein oder keiner raus. Dann geht's weiter. Jedenfalls müssen wir doch einen Fahrplan auswählen, wenn jetzt keine stehen. Also, der Bus war teilweise echt brechend voll gewesen. Sieht so aus. So. Wollen wir mal ganz kurz gucken. 17:13. Hello, mate. Good day, driver. Good day. Good morning, mate. How you doing? Hiya, driver. Gerade hier irgendwie kämpft er hier gerade, so ein bisschen abartig.
Hello, mate. Good morning. Ja, guten Morgen. Ja, guck mal, wenn wir jetzt da oben sehen, schauen, ne, wir sind voll. Problem ist, hier will auch keiner raus. Das ist halt das große Problem hier. Und ganz ehrlich, mit Gelenk muss ganz hier nicht langfahren. Das Ganze knicken, das ist nicht möglich. Fool! So, hast du ja noch ein paar Giere, die hier rumlaufen, ja. Wundervoll, ganz, ganz toll. Wow. Ein Einzelner. Nee, also wäre mal cool, wenn ihr mich mal auf dem Laufenden halten würdet. Also ich werd da versuchen, selber mal drauf zu achten. Aber falls ihr da immer irgendwas wisst oder sowas, da mal irgendwer mal sich da rangesetzt hat und das mal mit der KI hier gefixt hat. Bam, bam, bam. Das geht hier auf und nieder. Good day, driver. Eigentlich nicht vorbeifahren, weil wird wahrscheinlich eh keiner raus. Tut mir leid, Leute. Nächstes Mal. So, jetzt müssen wir schon wieder zum Terminal und ich hoffe, da mittlerweile geklappt hat, dass sie mich da jetzt auch lang fahren lassen. Jetzt müssen wir wieder eine Drehung machen. Und schaut gut aus. Ich bin so irgendwo so Anfänger gewesen, der hier vorhin drin stand hier. So, alles okay. Hat gepasst. Sind alle angekommen hier.
Das war auf jeden Fall Bristol Airport, ja, also ist an sich eine wirklich interessante Karte, macht Spaß hier so ein bisschen so Flugzeugshuttle zu fahren, aber wenn es natürlich mit der KI nicht funkt, dann ist das natürlich absolut nicht so schön und macht absolut keinen Spaß, frustriert im Nachhinein auch noch, weil das halt einfach nicht weitergeht, was ich persönlich dann halt extrem schade finde. Wie gesagt, vielleicht habt ihr da die Möglichkeit, die Karte eventuell zu fixen oder sowas, denn schreibt mich doch da einfach mal an, ich gucke mir das dann auch gerne an, ja, aber sonst wie gesagt, bleibt es weiterhin nur eine Art Demo, denn irgendwie ist gefühlt die Karte stehen geblieben, da passiert auch irgendwie in der Regel nichts mehr. Wäre natürlich schön, wenn es da irgendwie in der Richtung auch weitergehen würde. Ne? Also ich werde euch aber dementsprechend natürlich da auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, Bus Volvo B7L ist ein absolut feiner Bus, den kann man für Open Freeware, also Freeware Bus absolut empfehlen. Fährt sich sehr, sehr angenehm, habt ihr ja gesehen so. Ist spartanisch, ja, ohne viel Schnickschnack. Das Hauptprinzip hier an diesem Bus ist halt einfach Gas geben, bremsen, Türen öffnen. Mehr ist hier nicht wirklich vonnöten. Aber so an Qualitäten wie von Altair kommt der hier bei weitem natürlich nicht dran. Aber so, wie gesagt, als kostenloses Modell in die britische Welt hinein. Denke mal, kann man den hier absolut empfehlen. Und ja, damit verabschiede ich mich auch. Bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart. Hoffe, euch hat die Folge soweit gefallen. Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Lasst mich wissen. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns dann hoffentlich ja zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge OMSI hier auf ÖPNV-Simulation. Ich verabschiede mich. Bedanke mich. Sage Tschüss, Leute. Bis dann.